Jetzt packe ich noch mal eben meine Badehose ein. Hallo, ihr Freunde. Heute ist der 5. Mai, das heißt Vatertag. Ich habe meinen Bus gepackt und jetzt geht's auf für mich nach Kiel. Einen Kumpel besuchen. Und dann werden wir ganz spontan sehen, was wir machen. Also vielleicht ist es geplant, nach Eckernförde zu fahren oder so, irgendwie an den Strand grillen. Was auch immer man bei dem geilen Wetter einfach machen kann. Und dann wünsche ich euch jetzt quasi schon mal viel Spaß bei dem Video und mal schauen, was da abgeht. Bleibt dran. So, ich bin jetzt so weit unterwegs und ich wollte nochmal sagen, zu dem ich jetzt fahre, den kennt ihr schon aus den Fehmarn-Vlogs. Falls ihr den noch nicht kennt, verlinke ich gerne mal unten in der Beschreibung. Und wie geiles Wetter ist denn das bitte? Also es ist jetzt natürlich noch ziemlich früh und noch ein bisschen kühl, aber ich feiere das schon übertrieben auf jeden Fall. Also schaut es euch einfach mal an. Mein Navi sagt, dass ich so ungefähr in 10 Minuten da sein sollte. Schauen wir uns das Ganze mal an, weil mein Kollege ist gerade letztes Wochenende umgezogen. Ich bin also auch das erste Mal jetzt da in seiner neuen Wohnung. Und ja, vielleicht zeige ich euch die mal. Mal gucken, wie stark die eingerichtet ist oder nicht. So, ich bin jetzt angekommen, jetzt suche ich nochmal eben die Hausnummer. So, wir haben jetzt eine Kleinigkeit gefrühstückt und so. Hier ist jetzt das Zimmer von meinem Kollegen. Ich zeig mal erstmal nur das. Also die Wohnung ist spärlich eingerichtet bis jetzt. Ein Zimmer ist noch vollgestellt und so, weil die halt gerade erst eingezogen sind. Und jetzt geht's. Wohin? Der Falkensteiner Strand. Sauber, okay. Also, dann bis gleich. Aua, mein Bein. So, wir sind jetzt angekommen. Daniel hat uns noch mal ganz kurz ein bisschen rumgeführt hier eben. Wir haben uns noch mal kurz verfahren. Jetzt packe ich noch mal eben meine Badehose ein und alles und dann geht's ab an den Strand. Das ist übrigens auch noch der Mitbewohner von Daniel. Nur damit ihr den auch mal kennengelernt habt. Wartet in der Ecke und ich werde da ein bisschen Akrobatik mit dir fliegen, ey. Wenn du dich einscheißt. Das machst du gut. Wenn dich einscheißt. Dann werde ich mir vorher die Hose ausziehen und dann fliegt das da rum. Nee, Digga, das wird immer perfekt eingeben. Scheiße, ich wollte doch ein anderes T-Shirt anziehen. Du bringst das bitte hin. So, wir sind jetzt am Strand angekommen. Ich war ja noch nie hier und es ist echt super nice hier. Ihr habt vielleicht einen kleinen Eindruck schon bekommen. So sieht's hier aus. Die Jungs spielen schon ein bisschen Frisbee. Ich werde mich dazu gleich zugesellen und dann schauen wir mal, was so abgeht. Ist auf jeden Fall richtig sahnemäßiges Wetter. Vielleicht wollen wir auch noch mal einmal kurz ins Wasser springen. Mal gucken, wie kalt es ist. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video bis jetzt hierhin. Noch nicht so viel gestartet, aber ist auch alles entspannt, spontan. Und nachher vielleicht mal gucken, was denn noch so geht. Vielleicht nochmal irgendwo in den Park gehen, ein paar Freunde von denen treffen und so. Ja, so sieht's dann aus. Alter, wir sind gerade so ein bisschen am Frisbee spielen gewesen und so. Da hinten kommt gerade ein Partyboot. Da geht so einiges. Ich weiß nicht, ob man das hören kann oder ob man das sehen kann. Auf jeden Fall scheint da so einiges zu gehen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber die gehen tierisch ab. Oh!
sind jetzt durch und wechseln mal ein bisschen die Location, essen noch mal eine Kleinigkeit. Juhu. Jetzt haben wir einen kleinen Location-Wechsel hinter uns. Wir waren eben noch mal kurz was essen. Und jetzt gehen wir hier mal in so einen schicken Park. Die Jungs sagen, da sind ein paar Leute von denen und so. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So Freunde, also wir sind jetzt übelst ausgepowert, ich habe super heftigen Sonnenbrand, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, vielleicht mache ich nochmal ein Bild rein oder so, wie ich an den Armen aussehe. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen in so eine Billardcafé oder so und spielen ein bisschen Billard, da nehme ich euch auch noch mit hin und dann schauen wir mal, ob ich da noch ein bisschen was aufnehme und so. Auf jeden Fall hat der tierisch Spaß gemacht, der Tag und so. Ja, gut gebockt und jetzt suchen wir hier irgendwie noch einen Schlüssel und dann düsen wir auch so zügig wie möglich los. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, es ist jetzt 12:30, also wir sind schon ein bisschen jetzt zu Hause. Ich habe das Video schon mal ein bisschen angefangen zu schneiden und so. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, falls ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen. Und morgen haben wir halt geplant, dann nach Eckernförde zu fahren und da dann auf dem Campingplatz und dann eine Nacht da zu bleiben. Und das werde ich dann auch festhalten. Also bleibt dran, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.